Hallo liebe Gartl- und Werkelfans. Heute gibt es eine Sondersendung zum Thema Reinfahren und Ringelblumen. Und außerdem muss man Gelegenheiten einfach ausnutzen. Und in dem Fall habe ich einen ganzen Anhänger viel von dem Zeug mit einer genommen. Beide Pflanzen sind super Bienenweiden und gut für die Bodenkultur. Außerdem der Hibiskus, den wir eingraben haben, zwei Videos vorher oder so, der hat sich auch prächtig entwickelt. Die Ringelblume stellt keine hohen Ansprüche und wächst so gut wie überall. Am liebsten ist ihr lockerer Boden in voller Sonne ohne Staunässe. Oft wuchert sie gerne im Beet und gehört zu den wohl bekanntesten Heilpflanzen. Einmal ausgesät, kommt sie jedes Jahr wieder. Außerdem wirkt die Ringelblume wie ein natürlicher Schneckenzaun, wenn man sie dicht um das Gemüsebeet oder die zu schützenden Blumen pflanzt. Die Ringelblumen bleiben da jetzt einmal liegen, die werden ausgebreitet und verteilt, sodass die trocknen können und sie gleichzeitig aussamen. Ein Teil oder ein Großteil von den Samen habe ich bereits abgenommen, die liegen noch daheim und nächstes Jahr eine schöne orange Wiesen haben. Den Reinfahren, den ich jetzt da noch oben habe, das sind eigentlich Pionierpflanzen, die habe ich von uns zu Hause ausgehoben. Da auf dem Gelände sind jetzt noch welche Reinfahne, die lasse ich abblühen, wenn die dann fertig sind, grabe ich es aus und schnapp's mir und grabe es zu den anderen Reinfahne dazu ein. Da ist ein ganz steiniger Boden, da ist quasi fast kein Humus drauf. Die sind auf so einer Schotterschicht angewachsen, Brachland auf einer alten Baustelle im Prinzip. Und bevor die gerodet werden, haben wir gedacht, nehme ich es mit einer und passt. Ne? Wir werden die jetzt einfach auf verschiedene Plätze verteilen. Normalerweise hätten wir gerne ein bisschen was Feuchtes, leicht lehmig mehr oder weniger, nicht zu stark gedüngt. Und wir werden einfach ein Experiment machen und ein paar Pflanzen jeweils in verschiedene Standorte unterbringen, einbauen. Und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. So, da werden wir die zwei Pflanzen jetzt her tun, neben der Straßen direkt. Da ist ein ehemaliges Schotterbett gewesen, haben sie quasi einmal Schotter hergekippt gehabt. Und der Untergrund und der Boden ist auch noch für sich extrem durchlässig und ganz, ganz schlecht. Ne? Und ich denke mir mal, für die Pionierpflanzen muss das eigentlich super funktionieren. Dort, wo ich die ausgraben habe, das war ein Abbruchhaus und die haben sich dort über die Jahre einfach angewurzelt. Und sind aufgegangen und sind auch noch für sich schon, die sind ja horstbildend und mehrjährig und überwintern und so weiter. Ne? Also ideal normalerweise für den Standort. Da ist es neben der Straßen extrem trocken und da werden wir die ersten zwei, drei einmal einbauen. Im Biogarten vertreibt der Reinfahren durch seinen herben Geruch Flöhe, Milben, Läuse und Kartoffelkäfer. Ein Sud aus Reinfahren hat sich als natürliches Spritzmittel für die Stärkung von Obst- und Gemüsepflanzen bewährt. Er wirkt auch gegen Apfelwickler und Frostspanner. Du kannst auch eine Jauche herstellen mit ähnlichen Eigenschaften. Eine Mulchschicht aus Reinfahren fördert die Bodengesundung. Eine Vermehrung durch Teilung der Mutterpflanze oder durch Stecklinge ist möglich. Der Reinfahren ist nicht ungefährlich. Er enthält das Nervengift Thujon und ist somit keine essbare Pflanze. Während wir so zum Reinkommen sind, die Nachbarin und ich, über die Blumen und so weiter, hat sie gesagt, sie hat noch ein paar Gräser über. So ein feines Ziergras, das passt genau. Da habe ich schon so ähnliche Sorten und ich werde den Rand einfach weitermachen. Da. Und schaut das schön aus, wenn das angewachsen ist und kostet auch nichts. Von meiner Mutter habe ich einige Nachtkerzen noch gekriegt. Die hat die quasi großgezogen und keinen Platz mehr, so wie es halt so ist. Ich habe da schon eine, ne, zwei. Und da kommen die Jungen dazu und das wird nächstes Jahr so ein Fleck mit Nachtkerzen. Und kostet auch nichts.
Da sind wir fertig. Weiter zur nächsten Aufgabe. Ich habe noch eine Blutbuche mit, die gehört auch noch reinkommen. Die hat nämlich auch nichts gekostet. Ich habe es fast geschafft, das ist mein eigenes Blumeneck quasi, der Flieder, fast kostenlos. Da habe ich noch drei Herbstastern, den Schaß baue ich jetzt einfach ein, dass es weg ist, ich kann keine Blumen mehr sehen. Im Endeffekt habe ich 40 oder 50 Blumen eingebaut, und Gräser und das ganze andere Zeug. Heute reicht es einmal, allerdings muss ich heute noch 8 kostenlose Funkien holen. Die sind ca. einen halben Meter groß, noch ein Foto noch, und dann sollte es das auch gewesen sein. Die werde ich erst am Wochenende einbauen, da muss ich mir erst einen Platz suchen. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.